Ja, Moment. Gut, ich habe ja jetzt schon öfters darüber erzählt, dass wir in die Arena gehen. Also werden wir jetzt mal in die Arena gehen. Und nicht länger warten und uns länger auf die Folter spannen, sondern einfach mal gucken. Was? Ich will die nicht. Wähle euren Helden. Ich will die nicht. Ich will mit dem Dings, Priester. Na gut, bei den geilen Typen hier bleibt mir nur. Lass die Jagd beginnen. Er übrig. Nehmt eine Karte und fügt sie eurem Deck hinzu. Ja, schön. Vertausche Angriff und Leben eines Dieners. Ist Blödsinn. Wenn ein Charakter euren Helden angreift, greift er stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Wutanfall. Ja, schön. Weiter so. Ruft eine Zone herbei. Wenn euer Gegner einen Diener ausspielt, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Mal gucken, was daraus wird, ne? Alle Diener verlieren Verstohlenheit, zerstört alle feindlichen Geheimnisse, zieh eine Karte. Das hört sich schon mal gut an. Vertauschter Angriff, tralala, das hat man schon. Plus 1, zieh eine Karte. Ja, die oder die? Wir nehmen die. Den kennen wir schon, die kennen wir schon. Und er mit Ansturm. Dann würde ich mal sagen. Ja, das gilt jetzt ja nur für Wildtiere. Wir nehmen die. Mal so ein bisschen mehr auf Pover, ne? Bis jetzt noch sehr unausgeglichen, ne? Wir haben 2er, wir haben 5er. Fügt zwei zufälligen feindlichen Dienern 3 Schaden zu. Den kennen wir, den mag ich. Wenn euer Held angegriffen wird, erleiden alle Feinde 2 Schaden. Ist auch geil. Schade. Ich würde den auch gern nehmen. Und die. Die beide. Geht aber nicht. Ich habe ja noch nie mit Pfeilen gespielt. Weil ich selber keine habe. Darum, das ist jetzt. Na. Ich mag den. Ich nehme den. Schaut euch die 3 obersten Karten eures Decks an, zieht eine davon und werft die anderen beiden ab. Ist schon mal scheiße, oder? Setzt das Leben eines Dieners auf 1. Die hört sich doch gut an. Was sind das für Wege hier? Schaut euch die da. Diener kostet 3 mehr. Wie? Wieso sollte ich den nehmen? Damit meine Diener 3 mehr kosten? Da erschließt sich mir der Sinn noch nicht ganz. Irgendwie so. Ich nehme die. Gottesschild mit 3-3. Spott 3-3. Stellt 3 Leben wieder her. Auch ein 3-3er. Ne, ich nehme den Spotter. Spotter ist immer gut. Verleiht einem befreundlichen Wildtier 2+2 und Spott. Habe ich überhaupt schon Wildtiere drinne? Ich habe da noch. Ach, er ist ein Wildtier, das ist schon mal gut, aber es ist ja schon ein Spotter. Kein Wildtier, ist ein Drache. Ist kein Wildtier, ist kein Wildtier. Er hat Ansturm. Aber ein 2-1er. Ein 2-1er kriegst du so schnell wieder weg. Ich nehme doch den. Das ist ja jetzt kacke hier, dass du dein eigenes Deck noch aussuchen musst, ey. Eure anderen Piraten.
Ich habe überhaupt keine Piraten. Was? Eins weniger für jeden Schadenspunkt, den euer Held erlitten hat. Der kostet 20, also den könntest du nie aufrufen, weil du kriegst ja nur 10. Wenn du 10 Schaden genommen hast, würde ich mal sagen, dann kostet der bloß noch 10. Super. Wenn einer eurer Diener angegriffen wird, ruft ihr 3 Schlangen 1-1 herbei. Ja, ein 8-8er. Pff. Mit dem 8-8er, da kommst du denn mit sowas an hier, weißt du, dann ist es nichts mehr. Das setzt doch die Leben, ja, das ist ein 8-1er dann. 8-1er und Schuss weg. Man könnte den ja mal ausprobieren. Ach, ich nehme den einfach. Nehmen wir einfach mal. Die Olle hat Gottesschild. Wildtiere am Ansturm. Ne, ich nehme den wieder. Wir bleiben mal so einigermaßen auf unserer Spur, ne? Hier kommt er wieder. Hier, Wer nimmt sowas? Erstens nimmt es einen Platz bei euch weg, ne? Dieses Ding hier, Dingeling. Und was hast du davon? 1-1er, ja super. Kostet zwar nichts, aber... Hm. Ist nicht so meins. Wutanfall. Eure Waffe hat plus 2 Angriff. Hm. Ist nicht so prickelnd. Bis jetzt habe ich noch keine Waffen. Ja, außer dem Bogen. Die Schildkröte sowieso Rotze. Wir nehmen ihn wieder. Ein Spotter mit 1-7. Oder ein Spotter mit 3-3. Ja gut, ein Spotter mit 1-7 musst du erstmal wegkriegen, ne? Weil er macht dann nur einen Schaden. Dann finde ich ihn besser. Ich versuche den mal. Spotter ist Spotter. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Zufällig ist auch wohl. Ein Diener ausspielt, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Ich nehme den. Verursacht 2 Schaden. Wow. Also verursacht 1 Schaden, ist ein 2-2 und die zieht eine Karte. Verursacht 2 Schaden, ist ja nicht so doof. Ach, wir nehmen das einfach mal. Wie viele Karten habe ich denn jetzt schon? 16. Alter, hier rennt die Zeit, weißt du? Hätte mir doch mal einer sagen können, dass das so ist. Mann. Ruft ein Tier herbei. Bringt einen Diener zum Schweigen. Ja gut, er bringt aber, ne, ne. Wir nehmen die mal. Das ist nicht so doof. Zieht jedes Mal eine Karte, wenn ihr ein Wildtier herbeiruft. Ich habe ja so viele Wildtiere. Gut, im Fall Windzorn und plus 1. Nehmen wir den mal. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schneller. Ruft 2 Hyänen, 2 plus 2 herbei. Was? Tötet zu Beginn eures Zuges diesen Diener gegen einen zufälligen Diener auf eurer Hand aus. Aha. Vertauscht Angriff und Leben eines Dieners. Ne, wir nehmen den hier. Ein Spotter, Windzorn. Ich glaube, Windzorn ist Doppeltangriff, ne? Ja. Und bringt einen Diener zum Schweigen. Nö, wir nehmen mal den Doppelangriff. Sind zwar natürlich große. Ich brauche mal mehr Einser. Was? Erhält Angriff entsprechend dem Angriff eurer Waffe. Nehmen wir den. Zieht eine Karte.
Nehmen wir den noch. Fügt zwei zufälligen Feinden Dienern 3 Schaden zu. Nicht schlecht. Oder der Doc. Wir nehmen mal den Doc. Zieht eine Karte. Ja, dann ziehen wir eine Karte. Ruft einen Eber 1-1 herbei. Gottesschild haben wir schon. Wir nehmen den noch. Hier sind wieder große, dolle, hypermäßig geile Karten. Euer Held ist immun, während er angreift. Muss man das haben? Na gut, 5. Ist schon heftig, ne? Und das zweimal macht 10 Schaden, immerhin. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen sie mal mit. So, 3 Karten haben wir noch. 3 Karten können wir noch. Verursacht 2 Schaden. Oder stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Wie sieht es denn aus? 5 haben wir ziemlich wenig. 4 haben wir mehr. 6 haben wir auch mehr. Verursacht 2 Schaden. Gottesschild 1-1er. Nehmen wir den mal noch. Gut, und die letzte Karte verleiht allen anderen Murloc 2. Fügt einem Diener 5 Schaden und benachbarten Dienern 2 Schaden zu. Die ist schon mal geil. Verleiht am Ende eures Zuges einem anderen zufälligen befreundeten Diener einen Angriff. Nö, wir nehmen die noch mit. Fordert nun andere Spieler in der Arena heraus, um zu sehen, wie gut euer Deck wirklich ist. Ja, toll. Ich dachte, ich kann meine nehmen. Also 3 Niederlagen darf ich haben. Okay. Wir versuchen es mal, ein Spiel zu machen. Ja, Entschuldigung, dass das jetzt alles so länger gedauert hat. Ich wusste nicht, dass das so abläuft. Wirklich sehr, 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 sehr viel sorry. Aber was soll ich machen, ne? Kann ich ja jetzt nicht. Wäre auch scheiße, wenn ich das jetzt ausgeschnitten hätte und, ne? Verstehst du. Aber davon lassen wir uns jetzt nicht abhalten. Wir werden jetzt versuchen, jemanden auf die Fresse zu hauen. Auch wenn ich nicht meinen Charakter habe, den ich haben wollte. Ach man, das ist ja kacke. Ich wollte den Priester haben. Das finde ich ja scheiße an der Arena, dass du deinen eigenen richtigen, den Charakter, den du eigentlich haben willst, gar nicht spielen kannst. Ist schon doof. Rexar gegen Jaina. Ja. Ihr habt es so gebaut. Hab ich. Lass die Jagd beginnen. Finde ich dufte, dass ich den jetzt schon ziehe. Finde ich voll knorke. Doch, hat was. Du weg, du weg. Die hauen wir auch noch mal weg. Brauche ich jetzt noch nicht. Verursacht 2 Schaden. Die kann ich mal behalten. Na gut, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Ich bin dran. Verursacht 2 Schaden, die hebe ich mir lieber auf, wenn mal ein Monster steht, oder? Gut, bin fertig. Supi. So. Wir könnten ihn spielen oder ihn spielen. Vernichtet. Vernichtet. Mate. Vernichten. Verursacht 2 Schaden. Bringt bei dem nichts. Der hat 3. Verleiht 3. Wir machen einfach so. Ratzebam. 2 Schaden. First Blood for me. Und du bist dran. Wer kann jetzt angreifen, macht 2 Schaden. Mit 2. Bitte, was hat der? Hat der Ansturm? Die Sau? Hallo. Ja, Ansturm. Gebt euren Gegner eine Mana. Och, ich hab Mana-Kristall. Och, schön. Ich bin ja besser als du. So. Der macht 4 Schaden und haut den gleich weg. Also das bringt mir gar nichts.
Ah, ich habe so viele Karten hier, die ich gerne aufheben würde. Ich frage mich, ob... Ja, nun bleib mal ruhig. Ich setze mal das Geheimnis. Und... mache das. Und so. Also ich sag gleich, viel erwarten kannst du nicht, weil, ne, ist scheiß Deck. Habe ich mir ja so selber nicht ausgesucht. Das Deck wollte ich ja so ja nicht haben. Was hast du denn hier? Vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Na yippie-ka-yay. Ach du Scheiße. Fügt einem Diener 5 Schaden zu, benappertet Diener 2 Schaden. Ja, bleib ruhig. Jens Movie. Das ist schon kacke. Okay, der ist weg. Gut, fertig. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ha. Davon träumst du. Okay, jetzt können wir mal ein bisschen jetzt hier ein bisschen was aufs Feld packen. Hauen wir den mal hin. Aber ich nicht. Und wir hauen mal den Doc hin. Hat jemand den Arzt gerufen? Und ich heile mich selber und bin fertig. Oh, mit dem Priester kannst du viel mehr machen, ey. Mit dem Priester würde ich den weghauen, dann würde ich den wieder heilen und alles sowas. Ey, das ist doof. Mag ihn nicht. Ich frage mich, ob... So, wir haben 7. Was ist er hier eigentlich? Gar nichts ist er. Holen wir die noch raus. So, haben wir noch 3. Ja, dann setzen wir den noch. Nehmt das! Sind die alle ein bisschen stärker, aber mit ihm kann ich nichts machen, weil er eingefroren ist. Ich habe ja noch einen Kristall, der bringt mir aber nichts, also fertig. Ich sollte mal den Kristall spielen, ne? Also ich finde Arena nicht toll bis jetzt. Was soll ich nur tun? Aufgeben! Jetzt darfst du mal. In der Arena darfst du aufgeben. Da habe ich nichts dagegen. Da sage ich auch nicht, dass du Feigling bist. Ich habe ein riesiges Gewehr. Ich habe ein riesiges Gewehr. So, wir haben 8. Es ist hier irgendwas im Wildtier von? Gar nichts. Schön. Dann zeige ich dir mal mein riesiges Gewehr und haue den weg. Okay. Dann kriegst du erstmal noch ein paar zu sich. Dann hau ich mit dem weg.
und haue mit der dahin. Ja, mehr kann ich eh nicht machen. Warum habe ich den nochmal genommen? Ich habe doch so viele Wildtiere. Was hat denn die Miezekatze? Hat das mal einer gelesen? Was die jetzt hier hat? Verstohlenheit. Verstohlenheit ist doch kacke, war das nicht so? Der Charakter kann nicht angegriffen oder als Ziel gewählt werden, bis er Schaden vor... Uiuiuiui. Kriegt doch gleich Schluck auf. Ich frage mich, ob... Na, ich mich erst. Wir haben bloß einen neuen. Ich kann verstohlene Diener nicht als Ziel wählen. Es tut mir leid. Ja, schön, dass es dir leid tut. Dann kriegst du die den. Die Tore sind geöffnet. So. Drei hätte ich noch. Ja! Ich bin bereit! Gut, mehr kann ich nicht machen. Ha. Oh Mann, das wird eine lange Folge. Nächstes Mal wissen wir es ja. Da kann ich ja dann vorher schon mal das Deck einweihen und dann spielen wir, ne? Wird das alles ein bisschen anders. Aber ich muss ja jetzt eh mit dem weitermachen. So wie ich das jetzt verstanden habe, dass ich jetzt mit dem Jäger da weiterspielen muss. Eines Tages werde ich so mächtig sein wie ihr. Ja. Ganz toll. Das läuft wieder alles so spitze hier. Nämlich gar nicht. Gegner einen Diener ausspielt, werden diesem 4 Schaden zugefügt. Ja, dann mach ich mal das. Dann kriegt der noch das. Okay, und dann machen wir noch das. Und das. Ich jage allein. Das war's. Es könnte was werden. Wenn er jetzt keinen Spotter rausschmeißt, dann könnte es was werden. Er hat ja bloß auf 5 Angriff, 5 Lebenspunkte. Und ich kann ihm ja 5 Schaden zufügen. Mein Spotter geht eh drauf. Okay. Scheiße. Mann. Das war jetzt kacke. Na gut, dann hören wir jetzt hier auf. Ja, dann sage ich mal tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Kannst ja trotzdem bewerten, ne? Würde ich mich sehr freuen drüber. Und dann sehen wir uns morgen wieder in der nächsten Runde. Also bis denne dann.